Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Petulus und begrüße euch zu meinem Video. Das hier wird das letzte Video zum BT6 Meter sein, da, danach das BT6 Meter halt vorbei ist. Und ich hoffe, dass wir für die Classic Collection oder EX1 dann auch ein paar Events kriegen, bevor dann BT07 rockt. Klingt zwar etwas komisch, aber ich bin echt froh, dass das letzte Match oder das letzte Video zu dem Meter gegen Security Control ist, da Security Control mich gemieden hat, wie auch Titamon vorher, und ich so wenigstens mal dagegen spielen konnte. Das Ganze läuft wieder über unseren bzw. über den deutschen Discord-Server. Und ich spiele hier auch wieder gegen LabRat. Waren auf jeden Fall sehr, sehr gute Spiele, sehr, sehr nette Spielerin. Hat jede Menge Spaß gemacht. Und checkt auf jeden Fall den Stream aus. Checkt den Stream aus, wenn sie online ist. Den Link packe ich euch in die Beschreibung. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Spielen an. Beziehungsweise mit dem Spiel ist es diesmal nur eins. So, wir machen noch unser Setup. Und ich muss sagen, natürlich ist das immer noch ein schwieriges Matchup, gerade auch mit den Security-Digimon, die Security Control halt zur Verfügung hat. Aber ich finde gerade dieses Spiel zeigt sehr gut den Vorteil, den D-Brigade generieren kann. Einfach durch Dark Dramon. Finde ich sehr, sehr cool. Wir haben noch ein anderes Spiel gemacht, aber da war das Deck von meiner Gegner nicht gemischt. Das heißt, ich hatte aus der Security wirklich viermal hintereinander Geo-Greymon. Das tat natürlich weh. Aber das zeigt natürlich nicht so wirklich die, ich sag mal, wie das Deck wirklich funktioniert. Die Frage hier ist auch, ich glaube, darüber reden wir auch gerade im Vorfeld, wen möchte ich anfangen lassen? Ich habe das vorherige Spiel halt verloren. Und die Frage ist halt, okay, auf der einen Seite ist Security Control, kann mir viel Memory geben, auf der anderen Seite bin ich ein Deck, was nicht viel damit anfangen kann. Und naja, mit 10 Memory habe ich dann leere Hand so ungefähr. Ich lasse meinen Gegner auf jeden Fall anfangen, hatcht einen Upamon und für 5 einen Sirenmon. 5 Memory, nicht allzu viel. Also im Verhältnis für Security Control. Wir hatten Zumamon, gehen darauf in einen Commandramon. Spiel einen Nanimon für 3. Und noch ein Nanimon für 3. Wäre cooler gewesen, wenn wir die in der Security gehabt hätten. Aber nun gut, geht mit 1 ab. Unser Gegner droppt ein Geogreymon, zerstört einen Nanimon. Dinge zwei Buddies auf dem Feld, das ist natürlich doof. Wir raisen. Ich greife an, denn ich möchte den Gegner gerne bei 4 halten. Mit 3 können sie einfach Magnadramon machen, mit 4 können sie das halt nicht und mit kann man eventuell durchrushen. Für 2 gehe ich auf Blimpmon, damit ich halt Karten nachziehe. Und spiele noch ein Zielstramon für 5 und damit kann ich die ganzen gegnerischen Digimon aufhalten. Da kommt das Suizid-Salamon in der Raising Area. Und es ist halt die Frage, was man wieder machen möchte. Spielt ein Izzy. Sortiert sich die Karten, wie sie die braucht. Finde ich ganz cool mit Izzy. Dass man so die Security halt beeinflussen kann. Ziel, hätte auch gerne einen Tamer. Geht hier auf Commandramon, auf das Starterdeck Commandramon. Und spiele noch ein Commandramon auf für 2, bin bei 0. Und dafür 3 noch einen Schumer. Das Problem ist, ja, wir kriegen Buddies aufs Feld, aber wir sind halt jetzt hart anfällig für Ultimate Flare. Unser Gegner droppt ein Tactical Retreat, das heißt, ich weiß jetzt auch, was aus der Security kommt. Ich will nicht spoilern, das ist Geogreymon. Das macht es natürlich auch wieder ein bisschen schwieriger. Ich greife an mit, legitiert auf Sakuyamon. Das ist eine böse Karte, finde ich. Ziehe. Raise. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, was mache ich? Das Problem ist, ich will meinen Gegner niedrig halten, greife mit Blimpmon an, damit das überlebt. Und mein Gegner oder meine Gegnerin kann dann halt nur mit Geogreymon entweder meinen Commandramon oder meinen Schumon schießen. Alles andere ist halt zu stark. Und hätte ich aber etwas Schwächeren angegriffen, dann wären halt beide Digimon tot gewesen. Also sprich, das eine war sowieso gestorben, wenn das eine, was im Security-Kampf gestorben wäre. So versuche ich, wie gesagt, meinen Gegner bei 4 zu halten. Denn theoretisch gesehen müsste ich jetzt noch einen Buddy droppen, dann hätten wir in der nächsten Runde eigentlich, Game auf dem Board sozusagen. Ich spiele Iron Fisted Onslaught, zerstöre das Sakuyamon. Denn irgendwie ist man halt auch auf das eine Digimon angewiesen, dass man die Security holt. Und Sakuyamon sagt, wenn das Digimon aus der Raising Area kommt, bekommt es minus 3 Security. Geogreymon kann ich halt aufhalten. Dann kommt das nächste Geogreymon.
und dann wird halt das Command Ramon geschossen, geht halt nur das 4000, also oder 4000 oder weniger. Und dann kommt noch der Wyvern's Breath, minus 15.000 auf 1 meiner Digimon, auf Seeds Ramon. Und es sieht halt schon wieder ganz anders aus auf meinem Board. Jetzt schon Pagumon. Ich überlege, was ich hier machen soll. Greife mit Blimpmon die Security an. Eine Fisted Onslaught. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich hier angegriffen habe. Greife noch mit Commandramon an. Name von dem Ding entfällt mir mal wieder. Ist auf jeden Fall ein lila Level 6er, das Security plus 1 hat. Das ist dann eher das, was man da halt, um ein bisschen Druck aufzubauen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier angegriffen. Ah, deswegen habe ich angegriffen. Ich wollte halt meine Sachen wieder ins Deck kriegen, okay. Ich würde sagen, das macht ja keinen Sinn, aber so versuche ich den Gegner halt auch unter Druck zu setzen, dass er halt Magnadramon ausspielt. Wir greifen an. Das ist ein Sakuyamon, leider tot. Spielt Izzy und Joey. Und es ist halt sehr wahrscheinlich, dass jetzt halt angegriffen wird, Magnadramon kommt. Angriff Security, Blimpmon, nächster Angriff, Commandramon. Ich hätte mir einen Omnimon Spot oder sowas gewünscht. Da ist ein Magnadramon, ein Recovery. Jetzt kommt das Magnadramon, zwei Security dazu, das heißt, wir sind wieder bei 4. Ist halt nicht so cool. Und die geht hier noch Commandramon, konnte ich mir zurechtlegen. Ich bräuchte jetzt allerdings noch ein zweites Dark Dramon, damit ich halt diesen Cycle immer wieder beibehalten kann. Für 2 noch ein Command Ramon. Denn so kann ich mir immer wieder einen Dark Dramon aufs Deck legen, meine Digimon Racing, Discard wieder aufs Deck tun, alles verspielen sozusagen, mir das nächste Dark Dramon holen, spielen Nanimon und Passadon einfach. Ja, besser, aber nichts anderes, was ich machen kann. Gegner hätte noch einen Upamon, das Ding geht jetzt zu Bushi. Swing von Magnadramon, da ist ein weiteres Darkdramon. Das hätte ich lieber auf der Hand gehabt. Da kommt das Reinforcing Memory. Und ich versuche halt jetzt irgendwie dagegen zu arbeiten. Ich weiß nicht, dass Core-Dramon als nächstes kommen kann. Ich möchte hier noch einen weiteren Buddy auf dem Feld haben, zumindest von meinem Gegner, deswegen greife ich jetzt nicht an. Da ich auch irgendwie versuche, halt mein Board aufzubauen, meinen Gegner davon abzuhalten, mich zu killen mit seinen Digimon. Und wenn er jetzt halt das Core-Drama noch kommt, bin ich halt definitiv weg nächste Runde, weil ich keinen Blocker habe. Da spiele ich noch ein Command-Ramon. Dann kommt der Angriff, Bushi Agumon. Und wer hat das Kordramon noch da gewesen? Wer ist das halt gewesen? Reinforcing Memory Boost. Wird auch ein Salamon gedroppt. Ich bekomme sogar noch 2 Memory dazu. Dass er gar nicht beachtet wurde. Dann greife mit Commandramon das Bushi an. Die geht hier noch auf Seeds Ramon, damit ich einen Blocker auf dem Feld habe. So kann mein Gegner nicht durch. Er kann auch nicht einfach was aus dem Racing Area ziehen. Spiele ein Izzy. Ordne mir die obersten Karten an. So, die Runde haben wir auf jeden Fall überlebt. Mein Gegner bekommt noch 2 Memory dazu. Und mein Gegner passt. Ja, passt, sage ich schon. Spielt Ultimate Flare, damit ist alles vom Board weg, außer eben mein Command Ramon. Ich nutze noch mein Izzy und Joey, um eine Karte zu ziehen. Command Ramon. Kommt, gestartet mit 3 durch Izzy. Spiel noch ein Command Ramon für 2. Und dann das Magna Ramon, setzt mal gegen auf 10, bekommt auch 2 Security dazu, so überlebe ich die nächste Runde. Irgendwas mit Rush kann von meinem Gegner nicht kommen, außer er hätte jetzt noch Bushi Agumons.
greife halt weiterhin nicht an, da ich nicht das Quadramon aktivieren möchte. Ultimate Flare kommt weiter noch das Deck durch Pagumon und ja, Gewaltenschwärmer zerstört alles, was 7 Playcost oder weniger hat, auch beim Gegner. Dann wird hier noch das Magnadramon gedroppt. Wir merken dabei, dass es nicht unbedingt der beste Move ist in dem Moment. Iron Fist Onslaught zerstört dann auch noch mein letztes Digimon. Commandramon kommt raus. So, man sieht es hier, glaube ich, aber ich habe unter anderem Ultimate Flare auf der Hand und ich warte ums Verrecken gerade auf meine Darktramons. Guck hier nochmal nach. Ja, Hardplay einfach mal ins Fortified, weil, warum nicht? Wenn hier schon nicht das Security kommt, dann halt so. Meine Gegnerin hat auch nicht gerade viele Handkarten. Wyvern's Breath auf mein Swordefeed, ist damit tot. Effekt proc nicht. Und dann noch ein Izzy. Das wird jetzt die Frage, es wird halt angeordnet. Ich überlege, was ich hier weitermachen kann. Das war mein letztes Eck. Das ist etwas, was ich sehr schnell merke, dass ich nichts mehr hatchen kann. Also das nimmt dann halt ordentlich Speed, digge hier auf Commandramon. Und naja, pass. So, da kommt der Reinforcing Memory Boost. Ich weiß, dass er das Sakuyamon ist. Und so langsam sieht es halt doch echt schlecht für mich aus. Raise mein Commandramon. Also ich weiß jetzt, dass es Sakuyamon ist, greift deswegen mit Commandramon an. Das replaced sich ja selber. Quatsch, das ist Ultimate Flare, das ist total durcheinander. So, ich darf das Trumon auf die Hand nehmen. Durch das Pagumon. Spiele ein Commandramon aus durch den Effekt von Commandramon selbst. So, und dann haben wir natürlich noch Quadramon in der Security. Und ich muss langsam irgendwie mal meine Darktramons kriegen, um sie recyceln zu können. Ich spiele Trumon, damit der Reinforcing Memory Boost nicht aktiviert werden kann. Und pass dann durch Izzy und Joey bekommt meine Gegnerin noch plus 2 Memory. Weil ich 2 oder mehr Digimon auf dem Feld habe. Darko einfach so das Quadramon. Ich darf 2 Karten ziehen. Kann leider nicht mehr hatchen. Und jetzt wird es halt schwierig. Ich habe so wenig Draw, dass ich einfach Sachen nach und nach ausspielen kann. Ich greife hier an, ist halt, ist halt das Quadramon, mit dem ich halt gerechnet habe. Izzy und Joey habe ich jetzt auf die Hand genommen. Falls er, tut es mir leid, das war definitiv nicht gewollt. 2 Commandramon und dann noch das nächste Commandramon. Jetzt haben wir wenigstens 4. Ja, das ist jetzt doof mit den 2 Buddies da. Aber die überlebe ich halt. Gewaltenschwärmer, alles von meinem Gegner wird mitgelöscht. Ich muss echt sagen, der Gewaltenschwärmer war da gerade echt gut. Oder Gewaltschwärmer. Das Commandramon replaced sich selbst. Ziel. Hätte ich noch den Izzy und Joey aktivieren können. Okay, haben wir das vergessen mit den Quadramon? Tatsache, Fehler, die mir nicht aufgefallen sind. Es war echt schon spät. Das muss man dazu sagen. Habe endlich einen Darktramon. Lege mir aufs Deck auf jeden Fall wieder einen Darktramon unter anderem. Nehme tatsächlich sogar 2, damit ich safe bin. Und dann noch die Commandramons, die sich selber halt replacen. Und einen Seedstramon, wobei ich gehe anscheinend nur noch auf Blocker. Was auch Sinn macht, da mein Gegner halt viele Digimon hat, die wie heißt es, geblockt werden. Weil die geblockt werden müssen, weil ich ansonsten halt verloren habe. Ich frage mich gerade echt, was da abgeht, warum wir die Commandramon nicht weggetan haben. Egal. Geht hier noch für 3 auf irgendjemand's Wortefeed und zerstöre den Zoe, Zoe und Izzy und Joey. Greift die Security an. Ist ein Vivant's Breath. Das Commandramon wird besiegt. Und dann hardcast ich noch einen Seedstramon.
Wie gesagt, die Kordramon dürften eigentlich gar nicht mehr auf dem Feld sein. Kommt das Salamon? So, Salamon. Hier muss ich überlegen, ob ich durchlasse oder nicht. Das ist, ich blocke es, da der Schaden einfach zu vermeiden ist. Recovery plus 1. Kordramon greift an, was gar nicht mehr da sein dürfte. Iron Fisted Onslaught. Und die war wirklich verdammt gut. Reinforcing Memory geht auf 8. Reinforcing Memory. Mein Gegner hat nicht mehr viele Optionen oder viele Karten im Deck. Wollte ich mit Flair kommt dahin, bringt gegen mich wahrscheinlich mehr, spielt einen Iron Fisted Onslaught, damit mein Spot Defeat weggeht. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß, mein Gegner hat nur noch wenig Karten im Deck. Ich habe aber tatsächlich schon das Kordramon vergessen. Das heißt, ich hätte jetzt angreifen können, irgendwie ein Feld aufbauen, angreifen, Kordramon ausspielen, meinen Gegner dazu zwingen müssen oder zwingen können, zwei Karten zu ziehen. Ich stelle mich aber dafür, dass ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe, bereite jetzt das Darkdramon. Kann den Cycle dann immer wieder machen. Und habe aktuell nichts zu befürchten, kann auch mein Deck, mein Feld aufbauen. Ich nehme das Zweier-Kommandomon, das sich selbst replaced. Da einen Blocker. Gucke gerade, was ich sonst noch so da drin habe. Nehme noch ein Zweier und noch ein Zweier, damit ich halt die kleinen Buddies immer wieder ausspielen kann. Was ich hier noch im Hinterkopf habe leider, ist immer, dass ich noch was hatchen kann. Kann ich aber gar nicht. Greife dann die Security an mit Rush. Weiß halt, dass eine Ultimate Flare ist, da passiert mir nichts. So, bei 4 Memory liegt mein Gegner wieder. Ich spiele noch ein Izzy und Joey. Setze mein Gegner auf 1. Er startet, oder sie startet eh mit 3. Und jetzt ist so meine Idee, langsam den Gegner wegzuchippen. Reinforcing Memory Boost wird aktiviert. Upamon wird gehatcht. Darauf ein Salamon. Jetzt habe ich halt den Vorteil, dass ich noch das Seedstramon da liegen habe. Da kommt noch das Cybermon. Damit liegt prinzipiell Liesel auf dem Board, wenn mein Gegner das Seedstramon irgendwie wegbekommt. Also noch 4 Deckkarten. Digitation zu Sakuyamon. Ziehe. Greife die Security an. Izzy und Joey. Also ich möchte mein. Ich habe, wie gesagt, an das Kordramon habe ich nicht mehr. Ich wollte meinen Gegner jetzt dazu zwingen, dass er, wenn Magna Dramon einsetzt, also recover muss und dann noch weniger Karten bekommt. Weil so bekommt mich mein Gegner sehr wahrscheinlich nicht weg. Oder zumindest das Seedstramon nicht weg. Hier kommt das Sakuyamon. Das lasse ich durch. Das ist ein Sport Defeat. Weiterer Buddy auf dem Feld. Aber ganz gut, prinzipiell haben wir jetzt gleich den finalen Stoß auf dem Deck, auf dem Feld. Seedstramon wird auf jeden Fall, wird er jetzt geblockt. Ich glaube, es wäre tatsächlich sinnvoller gewesen, wenn meine Gegnerin erst mit Salamon angegriffen hätte. Dann hätte ich mich entscheiden müssen, okay, blocke ich das oder nicht und dann mit Sakuyamon. Denn dann wäre so oder so halt das Seedstramon weg gewesen. So überlebt es halt jetzt eine weitere Runde, weil das Salamon werde ich sehr wahrscheinlich blocken, weil ich ansonsten tot bin. Da kommt das Digimon, dessen Namen ich nicht weiß. Ja genau, und Onplay, der kann ein Level 4er Digimon schießen. Das war's. So, ich habe jetzt überhaupt nicht mehr an das Kordramon gedacht. Die dritte Security meiner Gegnerin. Ich überlege hier nochmal. Das mache. Prinzipiell habe ich ja jetzt. Also eigentlich habe ich nächste Runde verloren, sagen wir es so. Ich greife mit Commandromon an. Reinforcing Memory Boost. Ausgespielt, dass er es überlebt. Ich greife mit Spot Defeat an. Sein Geogreymon. Replace sich selber mit einem Commandromon. Ich sehe gerade, das hatte ich falsch in Erinnerung. Da ist nämlich noch ein Kordramon, das hätte ich gar nicht wissen können. Und mein Gegner
Oder meine Gegnerin muss es halt ziehen, muss zwei Karten ziehen, ist dann mit Deckout, aber ich hätte auch noch mit Dark Dramon gewonnen. Ich hoffe, die Spiele haben euch gefallen und ihr entschuldigt auch die paar Spielfehler, die dabei aufgetreten sind. Es war echt schon spät an dem Abend und es war auch ein langes Spiel, was wir halt gemacht haben. Das war auf jeden Fall das letzte Video zu BT06 bzw. zu den Spielen dazu. Als nächstes geht es weiter mit EX1. Da kommt auf jeden Fall Bond of Bravery und auch Machine Drummon, zwei Decks, die ich auf jeden Fall spielen möchte. Grün ist mir auch ein bisschen ins Auge gefallen mit Tentomon, Kabuterimon. Können wir schon auch einiges machen. Und ich hoffe natürlich, dass ich am Sonntag an der Store Championship noch einigermaßen gut abschneiden werde, um sozusagen das Meta ausklingen zu lassen. Und damit machen wir hier einen Cut. Und mit welchem Deck ich als nächstes weitermachen werde, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt bleiben. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!